Hallo liebe Hausbauhelden, liebe Grüße aus der Schweiz zur heutigen Roomtour. Welches Bild habt ihr im Kopf beim Stichwort 70er Jahre Reihenhaus? Vielleicht sowas wie vergilbte Fassade, gewöhnungsbedürftige Badfliesen und Teppichboden? So oder so ähnlich ging es auch Annalena und ihrer Familie, als sie dieses Haus als erstes besichtigt haben. Aber Annalena hatte eine Vision und die schauen wir uns heute an. Hallo. Hallo, ich bin die Annalena, das ist unser 70er Haus. Kommt rein. Sehr gerne, danke dir. Ja, Annalena, vielen Dank, dass du uns euer Haus zeigst. Es ist ein 70er Jahre Reihenhaus. Da hat man jetzt nicht gerade Ideen von einem Wohntraum. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie ihr hierher gekommen seid und ja, wie euer Weg hierhin war? Also wir waren auf der Suche nach einem neuen Zuhause, mehr Platz. Und dann haben wir angefangen, auf dem Markt zu schauen, was es so gibt. Und dann habe ich das Haus gesehen und sofort meinen Mann eingepackt und das angucken gegangen. Und er kam hier rein und sagte, nee, das geht nicht, oder? Und ich so, doch, ich habe da voll die Idee, was man machen kann. Also, nee, geht nicht. Beschreib mal ganz kurz, wie war es hier am Anfang? Vielleicht so die ersten drei, vier Sachen, die dir aufgefallen sind, die du schlimm fandst. Ja gut, natürlich so Teppichboden, alles etwas dunkel, vergilbt. Dann so Travertin, Marmor, Mauern überall, so rustikal noch gemischt. Das war sicher das Negative. Und das Positive, die riesen Fensterfronten und die große Fläche hier schon im Wohnzimmer, die von alleine schon so gegeben waren, dachte ich, da kann man was draus machen. Und dann habt ihr das tatsächlich gekauft. Was habt ihr hierfür gezahlt? Wir haben über 1 Million gezahlt, Schweizer Preise. Naja. Also trotzdem, dass es euch nicht von den Socken gehauen hat, das kostet es dann doch? Ja, das ist hier so. Also die ganze Planung, die haben wir selber gemacht, uns überlegt, was hätten wir gern geändert, wie soll das mal aussehen und dann Leute gesucht, die das umsetzen können, weil wir jetzt nicht die Zeit hatten, das alles selber zu machen. Wir haben uns dann für einen Generalunternehmer entschieden, der uns halt erzählt hat, dass er alles aus einer Hand anbieten kann und uns das sehr viel Vorteil bringt. Das haben wir gemacht, aber das hat nicht nur gut funktioniert. Das heißt, was ist da schiefgelaufen? Ja, wir haben uns irgendwann trennen müssen und standen dann mit einem unfertigen Haus da und mit einem Zeitdruck. Wir waren schon ausgezogen, hätten einziehen wollen mit unseren zwei Kindern und das war dann schwierig. Da mussten wir nochmal neu suchen. Ich gucke hier in die Richtung Küche, die mir natürlich sofort auffällt. Was für ein Holz ist das hier und wie seid ihr dazu gekommen? Das ist das sogenannte Seekiefer. Das ist Seekiefer? Das ist eine Art Sperrholz. Seekiefer klingt so edel, aber es ist eher ein günstiges Material, sage ich jetzt mal. Und wir waren erst auf der Suche nach ganz modern, schlicht schwarz. Und irgendwie hat mir was gefehlt. Ich habe irgendwie noch nach einem Kontrast gesucht und ich habe dann versucht zu recherchieren an Orten, die mir gut gefallen vom Stil her, was benutzen die an Materialien und habe dann gemerkt, dass an vielen so coolen Orten wie Coworking Spaces dieses Material benutzt wird. Und als ich dann mit dem ankam, dann fand es mein Mann auch toll und so ist das dann Seekiefer geworden. Also vielleicht, ich habe auf den Vorherbildern gesehen, die Küche war eigentlich zu, also es war ein eigener Raum. Ja. Ihr habt die Wand rausgemacht und eine offene Küche gemacht. Genau, also zuerst wollten wir die Küche drin lassen und nur etwas verschönern und als wir dann gemerkt haben, dass die Apparate auch nicht mehr benutzbar waren, haben wir dann Nägel mit Köpfen gemacht und wirklich die beiden Wände rausgenommen und meinen Traum vom in Raum reinkochen ermöglicht. Ja, und uns halt da auf doch relativ kleinem Raum ein gutes Stauwunder erarbeitet. Da haben wir einen Schreiner beauftragt, der dann diese Platten so zugesägt hat, dass uns die Musterung gefällt. Und der hat auch die ganze Küche dann für uns aufgebaut.
Mir fällt als nächstes hier natürlich die Treppe auf. Die ist für mich so ein bisschen das Herzstück von diesem kompletten Bereich. Sie geht doch von unten bis ganz oben. Mhm. Ich habe ja die Vorherbilder gesehen und die Treppe war vorher schon drin. Die Treppe hatte so richtig rustikale Mauern drumherum auf beiden Seiten. Da fand dann auch jemand, das ist doch ideal, kann man sich draufsetzen. Dachte ich schon, oh, also die Höhe und draufsetzen und dann rückwärts fallen. Mhm. Und uns hat jetzt auch der Stil nicht wirklich gefallen. Das Rustikale, waren so Steinmauern. So ganz typische. Genau, ja. Rustikal ist jetzt nicht für uns. Also es darf mal was Retro sein, aber zu rustikal gefällt uns nicht so. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das lösen können. Und so diese schwarzen Details, die gehen doch durchs ganze Konzept durch. Und dann war eigentlich klar, dass wir etwas mit so einem schwarzen Geländer machen möchten. Die hier sind im Stein eingelassen und die haben wir stehen lassen. Also die einzelnen Verstrebungen, die Hauptverstrebungen. Und den Rest haben wir abnehmen lassen von dem Metallbauer und das dann vor Ort dran schweißen lassen. Wie geht's denn oben weiter? Oben haben wir eine Loftverglasung, damit man so ein bisschen die Räume doch etwas trennen kann, so vom Geruch und von den Geräuschen her. Ja, lass uns doch mal gucken, genau. Sehen wir jetzt die Loftverglasung, von der du gesprochen hast. Erzähl uns ein bisschen was. Ja, auf der einen Seite war noch mal so eine rustikale Mauer, ein Mäuerchen. Wie unten? Ganz genau. Und auf der anderen Seite war so ein ganz dünnes Mini-Geländer. Und was steckt dahinter? Also welche Idee steckt hier hinter? Inspiriert von den New Yorker Loftverglasungen haben wir das dann angefangen so zu designen und den Metallbauer ziemlich ins Schwitzen gebracht mit den Ideen, wie das genau sein sollte. Und jetzt haben wir hier auch die Tür, dass wir das dann schließen können. Magnet, genau. Okay. Ja. Kindersicher, ihr habt ja zwei Kinder hier rumlaufen, genau. Richtig? Mhm. Was sagst du zu denen? Das war ja dann auch relativ unsicher, oder? Vorher gemacht von den Geländern. Ja, also das hätte ich nicht verantworten können. Mhm. So ein Mäuerchen, wo man sich gern draufsetzt oder so ein mini dünnes Geländer, nee. Und das war damals noch erlaubt und heute wäre es gar nicht mehr, genau. Baulich nicht mehr. Also ihr musstet das im Endeffekt auch ändern, oder? Ja. Was ist das für ein Boden, auf dem wir hier stehen? Ja, wir haben nach einem Zementboden gesucht. Und zwar einen, den man gießen kann, weil wir hier eine ganz, ganz kleine Erhöhung nur machen konnten. Da ist nämlich auch der Marmorboden drunter. Da wollten wir wirklich nur minimal etwas drüber haben. Die Treppe ist nicht das Einzige, was ihr überbehalten habt vom alten Design, sage ich jetzt mal. Ich habe hier drüben schon die Fliesen entdeckt im Bad. Über die würde ich gerne auch noch sprechen. 70er Jahre sofort zurückversetzt, aber die sind ja außergewöhnlich und vielleicht ein bisschen schöner, als man sie sonst so in Erinnerung hat. War wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr euch dazu entschieden habt, die zu lassen. Ganz genau. Also wir fanden die eigentlich ganz süß und die Kinder fanden das ganz toll. Und darum wollten wir das eigentlich so lassen. Eigentlich? Das heißt? Ja, da gab es einen Wasserschaden, leider. Hatten wir nicht bemerkt davor und da lief das halt in die Wand hinten runter und das müssen wir jetzt neu machen. Und damit habt ihr euch jetzt doch dafür entschieden, die kompletten Alben. Genau. Schade eigentlich. Ja. Was kommt hier stattdessen rein? Wie können wir es uns vorstellen? Ja, es wird relativ schlicht, modern, auch mit den schwarzen Details und von der Aufteilung her eigentlich ganz gleich. Da war nicht viel zu ändern. Dann lass uns doch noch mal rausschauen. Ja? Wir haben hier oben noch drei andere Zimmer. Ihr habt hier oben zwei Kinderzimmer und euer Elternschlafzimmer, auch noch mal mit Bad. Magst du uns da vielleicht noch ein bisschen was zur Aufteilung und zur Gestaltung erzählen? Das hat sich eigentlich genau wunderbar angeboten für unsere Familie mit den zwei Kinderzimmern und dem Bad für die Kinder. Und dann noch mal unser Elternschlafzimmer mit separatem Bad. Das war eigentlich ideal so und das haben wir gern so übernommen. Wir haben einen Teppichboden im Kinderzimmer. Und was ist das für ein Teppich? Das ist ein Wollteppich. Das war uns wichtig, dass das ein natürliches Material ist. Und ja, unsere Kinder, sogar die Große, die spielen echt noch viel am Boden. Und das sollte kuschelig sein. Und kann man ja dann auch zum späteren Zeitpunkt auch noch ändern, wenn man das möchte. Was habt ihr hier noch übernommen bzw. geändert von vorher?
in den Kinderzimmern? Ja, in beiden Kinderzimmern hat es Einbauschränke, was extrem praktisch ist. Die haben wir einfach weiß lackiert. Und wie waren die vorher? Die waren dunkelbraun. Mit Ledergriffen, und die Ledergriffe, die haben wir auch behalten. Habt ihr auch im Flur noch einen Einbauschrank, haben wir gesehen. Den habt ihr auch weiß gestrichen, und da ist auch noch der Ledergriff dran. Ganz genau. Das Elternschlafzimmer, das ist auch sehr modern und minimalistisch. Was ist das zum Beispiel für eine Wandfarbe? Das ist eine Lehmwandfarbe. Das soll fürs Klima gut sein, fürs Schlafklima. Ja, und es ist wichtig, dass möglichst wenig im Schlafzimmer ist, dass der Geist sozusagen auch ruhen kann. Wir haben da einen großen Einbauschrank einbauen lassen, dass all unsere Kleider da gut verstaut sind. Und ansonsten wirklich mit ein paar Pflanzen, ein bisschen modernen Sachen, einfach das ganz schlicht gehalten. Und ihr habt so richtig Master-Bedroom-mäßig ein eigenes Badezimmer noch im Schlafzimmer. Ja, das ist genial. Das habt ihr ist noch relativ ursprünglich, das Badezimmer. Ja, das haben wir eigentlich so gelassen. Das gefällt uns auch gut, so einfach noch ein bisschen aufgepimpt. Und das bleibt doch so, oder da habt ihr nur vor, das irgendwie noch anzupassen? Nein, das wollen wir so lassen. Ja, passend zum weiß-schwarzen Design haben wir auch diesen Kamin hier drin. War vorher auch schon ein Kamin da, und ihr habt ihn aufgepimpt und umgebaut? Ja, genau, hier war schon ein Kamin. Der hatte auch so diese rustikale Mauer unten drunter, und dann war er offen. Und wir haben ihn dann aber komplett ersetzt. Einfach auch, dass das nachhaltiger ist, dass da ein Speicher drin ist, dass man das schließen kann, haben wir ihn dann wirklich erneuert. Was heißt Speicher? Kannst du uns das noch erklären? Ja, das ist einfach so, dass die Wärme in diesem Bereich dann gehalten wird. Und auch wenn das Feuer dann schon aus ist, noch stundenlang wirklich wunderschön seinen Raum ausstrahlt. Also ihr heizt im Winter auch tatsächlich viel über diesen Kamin? Ja, und es ist einfach auch eine wunderschöne Wärme. Und so abends, wenn das Feuer da lodert und man hier noch am Boden sitzen kann. Gemütlich. Ja, genau. Thema Heizen. Ich sehe hier nämlich auch sonst gar keine Heizkörper, was mich dazu veranlasst zu glauben, ihr habt eine Fußbodenheizung. Wie habt ihr die denn da reingekriegt? Weil du hast mir schon verraten, dass es ein Zementboden ist. Ganz genau. Also für uns war klar, wenn wir einen Zementboden bekommen, dann kann der nicht eiskalt sein. Und dann haben wir nach einer Lösung gesucht, da eine Fußbodenheizung zu bekommen. Und ich kenne Leute, die haben sich das einfräsen lassen. Und dann habe ich gedacht, ja, das klingt irgendwie ganz logisch, das will ich auch. Und das war dann aber eine Sache, da musste jemand wirklich durch die ganze Schweiz reisen, der ja wirklich nur Fußbodenheizungen einfräst. Und wo wir auch gerade noch darüber sprechen, reinfräsen. Ihr habt ja auch eine Betondecke. Ja. Und doch auch einiges an Beleuchtungskonzepten, und ich sehe nichts, was hängt. Das heißt, es ist in der Decke drin. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Ja, wir haben uns ziemlich den Kopf drüber zerbrochen, wie so ein Lichtkonzept sein könnte. Was braucht man an Licht? Und ja, eine dunkle Küche ist nichts. Ja. Dann haben wir überlegt, ich hätte gerne eine allgemeine Beleuchtung, aber nochmal hier über der Arbeitsfläche was Separates. Das kann man auch unterschiedlich steuern. Ja, und zur Freude des Elektrikers habe ich ihm dann präsentiert, was wir gern hätten. Und dann musste der wirklich die ganze Decke auffräsen. Er ist zum Teil sogar durchs Kinderzimmer hat er das durchgefräst. Von oben nach unten durch? Da waren wir schon etwas erschrocken, wie viel, was für ein Aufwand das bedeutet hat. Ja. Sag mal, und euer Tisch? Das ist ja kein Tisch, das ist ja eine Tür. Da gibt es bestimmt eine spannende Geschichte dazu. Das stimmt, ja. Das war meine erste Wohnung. Da hatte ich eines Nachts Lust auf einen größeren Tisch und habe die Tür rausgenommen und mir auf meinen kleinen Tisch draufgelegt. Dann war mir klar, als nächstes geht's in die Metallwerkstatt. Dann habe ich mir da Füße dazu geschweißt. Ja, und als ich ausgezogen bin, habe ich sie mitgenommen. Und was hat der Vermieter dazu gesagt? Ach, der hat renoviert, und dem war das dann egal, zum Glück. Das heißt, wie lange hast du die Tür, den Tisch schon? 15 Jahre. Wow. Toll. Und die essen alle gern dran? Ja, die essen gern dran, und es ist natürlich jedes Mal ein Gesprächsthema. Ja, hast du gesehen, da war doch mal und so. Ja. Yeah. Richtig cool. Man merkt, dass du schon immer inspiriert warst. So, hier sind wir im Untergeschoss bei euch. Erzähl uns noch ein bisschen, was ihr hier für Räume habt.
Genau, wir haben hier das Atelier. Da sind die ganzen Kunstsachen verräumt, aber auch Büro, falls das Homeoffice dann wieder aktuell werden würde. Genau, und nebendran hat unsere Au-pair ihr Zimmer. Und dann haben wir nochmal ein separates Bad mit Waschturm. Und das ist ganz praktisch, da hat unsere Au-pair dann ein bisschen Privatsphäre. Was habt ihr hier unten gemacht? Wir haben den Boden hier neu gemacht, also da ist jetzt ein Novilon, einfach damit es angenehm am Fuß ist, aber doch auch unempfindlich. Das war uns wichtig, weil eben hier wird auch gewerkt und gemalt. Novilon ist eine Art PVC, hattest genau, du gesagt. Ja. Ja, liebe Hausbauhelden, ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Roomtour ein bisschen Inspiration bringen. Da es in der aktuellen Situation ja immer schwieriger wird, neu zu bauen, lohnt sich der Gedanke daran, einen Bestand zu kaufen und diesen nach seinen eigenen Vorstellungen umzugestalten. Für mehr Inspiration besucht hier auch gerne Annalenas Instagram-Profil. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.